Hallo und herzlich willkommen zurück zum Hausflipper. Hier geht's auch schon weiter. Wir gehen in unser kleines Kabüffchen hier rein, machen die Tür wieder zu, natürlich. Wollen ja keinen hinter uns auch stehen haben hier. So, E benutzen. Waren wir noch irgendwo in einem Prozess beteiligt oder nicht? Nee, ne, gell? Ja, wir haben jetzt noch zwei Mails hier drin. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir keinen mehr haben. Das müssen wir uns dann Häuser kaufen. Was nur so eine Art Starthilfe hier ist. Oder ja, ich weiß es halt nicht. Er hat ein ganzes Haus zum Renovieren, ne? Ja, wir haben uns die Sachen ja schon vorgelesen. Ja. Also die hat ein größeres Häuschen. Ja, das ist auch gut. Die hat keine Ahnung von Renovierungsarbeiten. Gut, das kann sein. Also natürlich, das muss ja nicht immer. Ja, aber aufräumen. Jeder kann aufräumen. Also von daher. Ja. Ach so, ja, da haben wir angefangen. Deswegen, wir können hier fortsetzen. Ja, dann machen wir das mal weiter. So, dann muss ich erst nochmal reinfinden, was das nochmal war. Es ist schon wieder ein paar Tage her, seit der letzten Aufnahme. Jo, ich habe da ja wieder so einen Marathon begonnen gehabt. Wenn ich Bock habe dann und Zeit habe, dann mache ich ja immer größere Sessions hier. So, okay. Das sind wir. Müll haben wir schon aufgeräumt, Kakerlaken haben wir ausgeräuchert, die Verschmutzung haben wir weggemacht. Fenster haben wir noch 9 Stück zu putzen. Können wir die eigentlich auch von außen putzen? Weil die sind ja hier auch dreckig, ne? Ah, das kann man auch von außen machen. Ach. Ah nee, das Fenster ist auf der anderen Seite dreckig, aber wenn es mal so dreckig ist von innen, das dauert ja Jahre als echt. Oder? Nein, ich weiß ja nicht. Gut, dann machen wir da hier, gehen wir mal rein. Ach ja, das ist das Zimmer mit dem Schaukelstuhl. So, wir putzen mal gleich hier das Fenster. Ja, und jetzt weiß ich auch, was das hier für ein Scheibenwischer ist. Das ist so eine Art. Das habe ich jetzt neulich erst im Tumblättle gelesen. So eine Art Scheibenwischsauger hier. So hört er sich ja eigentlich im Prinzip auch an. Nur das Gequietsche, das ist na ein bisschen scheußlich für manche Ohren. Ne? Ja, manche finden auch Tafel scheußlich, also wenn man so mit den Fingernägeln über die Tafel kratzt. Naja, gut, das Geräusch ist nicht unbedingt angenehm, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, dass mich da die Gänsehaut breit macht bei mir. Ja. So, jetzt putze ich aber erstmal alle Fenster, würde ich sagen. Dann ist das nämlich schon abgeschlossen. Ich meine, es ist hier auch noch ein bisschen wonky. Man kann hier nicht unbedingt hier gerade Bahn ziehen, wie man so gewöhnt ist hier. Ja. Und unser Umbauspezialist ist halt schon sehr modern. Der hat eben hier so einen Sauger hier, so ein Fensterputzsauger hier. Wie es jetzt wirklich heißt. So, die Küche in schlichtem Dunkel gehalten hier. Ja, wird alles erneuert noch hier. Das ist halt. Im Prinzip jetzt noch eine Bruchbude und das sieht ja fast aus, aber die Wand ist so. Also die sieht so aus, als hätte sie Schimmelflecken und sonstiges. Nee, aber die ist einfach so die Wand hier. So, okay. Hier will man ran. Ans Fenster. So. Ja, seht ihr, es ist gar nicht so einfach hier eine gerade Richtung zu ziehen. So, jetzt hier. Heute kommt mir die Musik wieder ein wenig leise vor. Ich weiß nicht. Manchmal ist es mir so laut, manchmal ist es so leise. Es ist immer so irgendwie. Ja, ich weiß es einfach nicht. Warte mal. Also. Effekte. Nee, nee, nicht Effekte. Sound. Ich mache die allgemeine Lautstärke nochmal ein bisschen lauter hier, weil ich nicht unbedingt weiß. Ich habe jetzt auch kein wirkliches Feedback bekommen von euch, ob die Musik oder die Töne so laut genug sind. Mit Lautstärke ist es immer so eine Sache. Was für mich jetzt laut genug ist, ist vielleicht bei euch wieder ganz anders. Das kommt immer drauf an, wie eben die Verstärkung bei euch so ist, vom Lautsprechersystem her oder vom Kopfhörer her. So. Hier haben wir noch Fenster. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit hier. So, die Hecke ist wenigstens geschnitten hier beim Nachbar. Ja, wir hatten. Habe ich das Licht hier schon angemacht hier mit dem Haus oder haben die es angelassen? Eigenartige Sache. Normal sind doch die Lampen immer aus, oder? Naja, egal, ist nicht mein Strom. Ich muss ihn nicht bezahlen.
So, haben wir jetzt alle Fenster oder nicht? Ich weiß es nicht sauber. Ja, genau, das ekelhafte Bad hier. So, was haben wir hier? Lege Fliesen, Wandfliesen aus Keramik. Dunkles Grün und Keramikfliesen Grau. Okay, die wollen zweierlei. Ja, wie soll das dann immer sein? Soll das streifig sein? Soll das immer wieder mal ein paar Kacheln sein? Ja gut, wir können das ja nicht. Also wir können ja nur wirklich Bahn machen. Oder wollen wir hier schauen, dass wir hier vielleicht die eine Wand so machen, die andere so. Oder halt hier gegenüberliegend die Wände machen. Ja, mal schauen. Gut, wir brauchen wahrscheinlich hier weniger Fliesen. Ja, wobei hier Verschnitt halt hier am Fenster. Gut, hier ist ja zum Beispiel jetzt am Sturz nichts drin, ne? So. Was wollt ihr hier? Montiere die Geräte. Ja gut, ihr wollt noch eine Heizung. Das machen wir eigentlich erst am Schluss, wenn wir die Wand gemacht haben. Dann hole ich mal Fliesen. Da unten heißt ja auch wieder Lege, Fliesen, Geräte, Fliesen, Gray. Das bedeutet eigentlich Boden. Das ist ja das immer. Man muss, ich habe es ja schon gehabt, dass ich nicht genau wusste, ist das jetzt eine Wandfliese oder nicht. Gut, dann machen wir mal die Bodenfliesen erstmal. Was wollt der Cray? Cray ist die Keramik-Cray hier. Für 3,51 der Quadratmeter oder so. Also, ich denke mal, oder eine Fliese. Ich weiß es ja nicht. Normalerweise geht es doch immer in Quadratmetern, oder? So, und das kann man ja ganz einfach so ziehen hier. Und hier auch ziehen. Hallo? Da kauft man ja keine ganzen Stapel hier. So, passt, oder? Na, muss doch schon. Der Rest wird einfach zurückgegeben. So, jetzt brauchen wir Wandfliesen. Die Wandfliesen sind hier unten. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz gucken. Was wollt ihr noch mal? Aus Keramik dunkles Grün und Keramikfliesen Gray, also so wie der Boden. Wandfliesen aus Keramik dunkles Grün. Da kaufen wir mal einen Stapel. Stellen wir hier hin. Und dann nicht Keramik Grau, sondern Gray. Das ist wieder was anderes. Das sind die hier. Die sind ein bisschen halt anders vom Style her und das Dekor. So. Gut, jetzt würde ich vorschlagen. Hier an der Wand. Ah, das ist. Ich würde jetzt halt die Waschbeckenseite hier wirklich mit den grünen Fliesen machen. So, wir brauchen unsere Spachtel. Ich muss mal hier die Tasten durchgehen. Ne? Aber Moment, wie war das? Scrollrad kann man ja auch suchen. Nee, ich habe wieder mal vergessen, wie die Steuerung ist. Werkzeug ändern. Oder ja, ah ja, so geht's ja. Genau, den Spachtel will ich haben. Ja, genau. Jetzt können wir loslegen. Machen wir den alten Fliesendreck hier mal über drüber, ja. Ah ja, ich habe doch ein Paket. Ja gut, das ist ein bisschen wrong hier, dass man einfach das Paket halt auswählen kann und dann ist gut. So, schwupp. Wobei, wir könnten da auch so einen kleinen Akzent setzen, dass wir sagen. An der Dusche machen wir auch nochmal so eine Ecke hier. Wollen wir hier vielleicht die ganze Breite machen? Ich weiß es noch nicht so. Ich meine, das Paket langt hier noch bis da hier auf jeden Fall. So, jetzt haben wir von dem Waschtisch hier. Ja, da könnte man noch eine Spur machen. Wir könnten dann nämlich hier schon beginnen, hier mit Grau. Bis ungefähr hier. Und da hinten, wo die Dusche ist. Da machen wir nochmal grüne Fliesen rein. Das wäre so mein Vorschlag. Wie kann ich das jetzt machen? Ah, so. Nee, ich komme gar nicht ran. So komme ich hin. Da ist die Dusche im Weg. Ja, kann sie aufmachen, ne? Nee, ich kann sie irgendwie gar nicht aufmachen gerade. Wobei ich die Dusche zum Beispiel gar nicht im Handel sehe. Ich kann die gar nicht einbauen. Das ist immer diese Standarddusche normal, wo ich einbauen kann. Irgendwie fehlen mir da halt noch so ein bisschen die Teile. Ist halt nicht ganz so wie bei Sims, ne? Wo du einen riesengroßen Teilekatalog hast an allen möglichen Badartikeln und sonstiges. Ja, kommt wahrscheinlich alles noch. Also ist irgendwas, meine ich, gelesen zu haben. So, hier noch. Also das finde ich eigentlich irgendwie dann schön, wenn man so Akzente so setzt hier.
Ja, jetzt habe ich halt hier wirklich, jetzt muss ich doch noch mal ein Paket grüne Fliesen kaufen, weil es reicht mal wieder um ein, zwei Fliesenbahnen nicht. Oder eigentlich um eine Bahn. Ah, Mensch, das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn das nicht reicht. Na gut, das machen wir mit den grauen Fliesen weiter. Dann machen wir dann hier die hin, würde ich jetzt mal vorschlagen. So. Ja, wobei mir jetzt das Grau an der Wand hier nicht so gefallen wird. Als Boden ist es okay, aber an der Wand muss ich sagen, leider nein. Ja, wir können auch noch was Besonderes hier machen. Also ich zeige euch das jetzt mal. Zumindest hoffe ich, dass ich euch das zeigen kann. Ja, hier machen wir auf jeden Fall noch graue Fliesen hin. Hier haben wir halt einen riesen Schwund, sag ich immer so. Weil da unter der Heizung nicht so viel Fliesen zwar hingehen, aber es geht trotzdem immer hier eine Fliese vom Stapel weg, ne? Ja, die werden hier nicht in Quadratmetern abgerechnet, hier scheinbar nur als Paket. Nicht so wie an der Wand, am Boden meine ich. So. Man kann halt auch wirklich jetzt nicht so Ecken festlegen, wie ich das eigentlich wollte. So, dann mache ich das hier noch. Komm her. Ja, und hier geht halt auch wirklich eine Fliese immer drauf, obwohl es eine halbe ist, ja. Ne? Ja, es ist halt jetzt nicht. Ich erzähle halt immer gerne auch so aus der Realität. Es ist immer noch ein Simulatorspiel. Das muss man sich immer vor Augen führen. Das wird so gut, wie es ist, wird es gemacht, aber es ist auch hier. Sowas würde ja normalerweise Stunden dauern hier, also sowas zu verlegen und so. Und dann müsste man es trocknen lassen und alles. Aber es ist wirklich schon klasse gemacht, muss ich schon sagen. Tja, gut, jetzt haben wir gar keine Fliesen mehr. Das waren die Keramikfliesen Cray. Jetzt will ich aber nochmal die grünen haben. Die eigentlich aussehen wie so Küchenfliesen, sage ich mal jetzt so. Also solche kleinen Kachelfliesen, die habe ich eigentlich nur, kenne ich so aus der Küche, muss ich jetzt mal so sagen. So, jetzt machen wir hier noch. Jetzt ist zu überlegen, ja gut, es ist ja auch nur ein Streifle hier, ne? Tja, dann habe ich jetzt vor hier. Das ist nämlich der Akzent, den ich so ein bisschen setzen will. Dann machen wir hier nämlich gerade, dass es nicht so Ton in Ton ist. Tun wir einfach hier nochmal einfach eine Abwechslung reinbauen, wenn wir so wollen. Ja, manchmal suchst du Wegworte, wie willst du das sagen? So, das ist auch hier da, so einen kleinen Verschnitt hier. So, wer schon mal gefliest hat, es ist auch nicht immer ganz einfach, Fliesen zu schneiden. Ja, man hat ja nicht immer hier wirklich so Profigeräte an der Hand wie so Fliesenschneider oder sowas, also so elektrischer Fliesenschneider, oder man hat halt so ein Handdinger, wo du erst die Fliese einritzen musst und dann musst du sie brechen. Oftmals macht sie dann Klack und dann ist die ganze Fliese am Arsch. Und dann hast du was gekonnt, ne? So, ich bin mir nicht ganz sicher, soll ich denn hier das komplett grün machen, die eine Seite? Oder nicht? Oder soll ich hier grau weitermachen? Das ist die Frage. Ja, es ist halt auch nicht festgelegt. Die lassen mir da wirklich freie Hand. Ich könnte auch nur eine Spur von der einen Farbe machen und dann die andere. Das würde genauso gehen wahrscheinlich. So, ich mach's mal so. Ich mach mal hier noch über der Tür. Ja, nee. Ich brauche mein Werkzeug. Ich mache hier über der Tür noch grau. So. Klar, da wo die Türleibung jetzt ist, da braucht man natürlich nichts. Es ist zwar angeblendet hier, aber da braucht man keine Fliesen im Bappen, ne? So. Weil die Türzarge ja wirklich da alles abdeckt vom Ganzen her. So, jetzt mache ich mal hier einfach die Fliesen hin. So. Schaut es aus oder schaut es nicht aus? Ja, ich. Gut, dann machen wir hier mal noch weiter, bevor wir da groß rumspekulieren, Spekulatius machen. Wir können die Fliesenpakete eh nur verkaufen. Wir haben heute das Verkaufstool nicht dabei, oder? Ich weiß das gar nicht. Haben wir das Verkaufstool? Habe ich es gesehen? Ne, ich weiß es nicht. So. Slalalala. Ja, wenn man so sieht, ich brauche ja schon auch ganz schön viel Zeit für das Ganze machen hier, aber ja.
So, 100% haben wir also erledigt. Ha, ich glaube schon, dass man das so anbieten kann, oder? Hm? Das sind zwei, das sind zwei, deswegen habe ich es auch so gemacht. Ja, das können wir so anbieten, komm. Also ich habe das Verkaufstool nicht. Das fliegt jetzt hier am Boden rum, die Fliesen. Warte mal. Ja, ich brauche die Hand. So, ich leg die jetzt einfach mal hier weg, dass man da drüber stolpert. So, das ist noch die zwei Fliesen übrig. So. Normal hätte ich das restliche Zeug ja wieder verkauft, ne? So, jetzt müssen wir hier eine Heizung montieren. Eine stinknormale Heizung. Nee, Haushaltswaren war es nicht. Ausstattung. Ja. Große Herdplatte heißt halt immer noch, aber da wollen wir jetzt halt mal großzügig drüber wegsehen. Es ist immer schwierig mit den Lokalisierungssachen, ne? So, montieren. Jawohl. Und hier. Jetzt wäre die Heizung gewesen. Und ja, ganz stinknormaler Radiator. Dann brauche ich hier ein Klo. Passend zu dem. Na gut, Marmor-Klo wird man nicht haben, ja, aber ja. Bad. Wo ist Badezimmer? Hier. So, also wie gesagt, man hat nur diese eine Einbaudusche hier. Kompakt-WC, Fari oder ein kompaktes Standard-WC. Ich würde es ja schon vorschlagen, einfach mal so ein kompaktes hier. Das sieht doch sehr schön aus. Ich meine, es wird ja normalerweise auch noch so ein Bidet und sowas geben. Also, ja. Also, zumindest bei uns gibt es sowas. Aber, mal ehrlich, das ist halt so eine frühere Sache. Also, heutzutage würde ich es nicht mehr einbauen. Das ist noch bei meinen Eltern im Bad zum Beispiel so. Ich habe oben gar kein Bidet. Brauche ich auch nicht. Ich habe eine Badewanne, da kann ich auch viel mitmachen. So, was wollt ihr hier? Eine Waschmaschine wahrscheinlich, ne? Ja. Steht ja auch da. Ja, da scheiden sich die Geister auch sehr. Wo tut man am besten eine Waschmaschine hin? Also, es gibt Leute, die haben sogar eine Waschküche in der Küche drin. Oder eben hier, wie jetzt hier im Bad. Oder auch mein eigentlich Lieblingsdings, dass es in Keller haben, ne? So eine Art Waschraum im Keller noch, ja. Das finde ich eigentlich am besten. Gut, früher war jetzt, wo ich jetzt hier wohne, auch also im Bad sozusagen ein Anschluss für die Waschmaschine. Der ist immer noch da, aber da würde ich jetzt nie eine Waschmaschine unbedingt reinstellen wollen. Da bedanken sich die Leute, die unten wohnen, wenn ich da wasche irgendwie mal und die Waschmaschine holpert da oben rum. Ja, gut. Dann hast du keine Dämmmatte da. Ja, selbst mit der Dämmmatte ist das Geräusch doch noch zu hören. Also wenn da Leute sehr geräuschempfindlich sind, dann ist das auch nichts für die. So, dann noch der Anschluss hier. Okay. Einen neuen Fähigkeitenpunkt habe ich bekommen. So, was kann ich jetzt besser? Ah ja, goldenes Händchen. Also vergibst habe ich bisher noch nichts. Also wir machen mal noch die Fliesen besser hier. Ja? Ja, dann ist ja auch schon wieder Schicht am Schacht. Gut. Ich meine, es ist alles ein bisschen eng, finde ich jetzt hier, die Waschmaschine hier reinzubauen und das Klo hier. Ja, ich würde es nicht so machen, aber es ist Kundenwunsch. So. Dann sind wir hier fertig. Das Bad haben wir schon mal. Wo machen wir jetzt weiter? Was ist das hier für ein Raum? Das ist eigentlich allgemeiner Wohnraum, wenn man es mal so will. Gästezimmer ist hier zwar. So, was hätten wir hier? Hier ist die Küche. Das soll man weiß streichen und Geräte montieren. Okay. Ja, das ist eine einfache Sache. Machen wir das noch geschwind. Shop. Weiße Farbe gibt es da unten irgendwo? Nee, doch. Nee, Quatsch. Farben gibt es unter Farben natürlich. Ich habe jetzt unter Wandfarbe gucken wollen, ne? Denk schon wieder so baumarktmäßig. So. Dann brauchen wir unseren genialen, ja, Wandroller hier. So, schwupp. Das sieht schon fast aus wie ein Putz eigentlich, ne? So ein bisschen. Mit der Farbe, also ich würde schon sagen. Ja, man könnte ja eigentlich auch die Wände verputzen, ne? Also einfach so ein, ja,
wie soll man es jetzt sagen, so einen Streichputz drauf machen. Oder man kann auch ein Kellendruckmuster machen hier, was schon halt ein bisschen schwieriger ist. Und ja, Leute, ich bin wirklich nicht hier vom Fach, ne? Ich erzähle nur so, was es halt so gibt oder was wir halt bei uns so immer schon gemacht haben im Heim. Mein Vater hat ja gern vieles selber gemacht, früher auch aus Geldgründen, ne? Da hast du mal nicht eben so viel auf der hohen Kante, dass du ja alles machen lassen kannst von irgendwelchen Firmen. Da guckst du halt, was du möglichst selber machen kannst, ne? So als Do-it-yourself-Homeworker, ja. Ja, muss ich mal an die Sendung denken, SOS, Do-it-yourself. So, weiter geht's hier. Und an der Wand kann man ja so schön immer mehrere Wandsegmente auf einmal streichen. Das finde ich auch sehr angenehm eigentlich gemacht. Gut, das soll mit den Wänden, dass man Wände baut, auch so gehen. Aber bis jetzt habe ich das irgendwie noch nicht hinbekommen, dass ich das hier so verziehen kann hier. Ja, aber es ist ein bekanntes Problem anscheinend. Da bin ich gar nicht allein. Habe ich meine Form abgecheckt hier. So. Okay. Ja, ich muss es halt auch wieder aufgreifen. Normalerweise gehst du her zum Streichen, machst den Raum erstmal leer, baust alle Sachen weg von der Wand, wo du streichen willst, und ja, dann geht's ab, die Luzi. Und dann deckst du halt bestimmte Sachen ab, die du halt nicht einfach mal so aus dem Raum ausbauen kannst. Zum Beispiel Boden oder so. Oder eigentlich macht man zuerst halt Decke und Wand und dann erst den Boden, weil dann kann man ja das dann. Also dann kann man, braucht man sich abdecken, dann macht man ja eh den Boden dann zum Schluss neu, ne? Da ist es wurscht, ob da Farbspritzer dran sind. So. Hier. Eine sehr moderne Edelstahlabzugshaube. Muss ich jetzt gerade mal so nebenbei bemerken. Ist die noch, die Spüle noch dreckig? Nee, ne? Beschmutzung haben wir keine mehr. Sieht halt irgendwie so schäbig aus, so dreckig. Kann jetzt aber auch nur vom Lichteinfall kommen. So, da haben wir wieder mal das Übliche hier drin, der kleine Streifen. Jawohl, jetzt ist es durch. Ja, passt. Ja, die Farbe müssen wir halt leider auch so stehen lassen. Jetzt wollen die hier noch Geräte montiert haben, und zwar Heizung. So, das ist wieder unter Ausstattung. Das ist eigentlich auch immer komisch. Heizung jetzt kaufen. Ja, da könnte man fast sogar einen großen Radiator hinbauen, aber ja. Schau das an, das geht wieder nicht, weil der Stuhl stört. Okay. Da muss ich erst den Stuhl umstellen. Warte mal, den stellen wir mal weiter hier an den Tisch rein. Weil das jetzt blöd aussieht, machen wir das mit dem Stuhl hier auch noch. So. Mal näher an den Tisch rücken. Ja, gut, das kann man so lassen. So, jetzt müsste eigentlich die Heizung montierbar sein. Kaufen. Ja, der Stuhl war nur zu weit hinten. So und so. Auch das haben sie natürlich geachtet auf Kollisionsabfragen hier. Wenn irgendwas stört, sonst würde das ja klippen und das, ja. So, was haben wir noch? Was müssen wir noch montieren? Das ist die nächste Frage. Ich weiß es gar nicht. Heizung. Das ist leider auch so ein Mango, dass da nicht genauer nachgeforscht werden kann, was ich noch installieren soll. Das wird es nicht sein. Das ist ja angeschlossen, oder? Ja. Was soll ich hier noch installieren in der Küche? Oder war da noch ein Stromanschluss zu installieren? Ja, ich glaube, das war es da hinten. Hat man, da hupfe ich mal hier auf den Tisch. Ja. Da, das ist es einfach. Ja, gut, man kann auch, glaube ich, auf dem Radar gucken, was zu machen ist. Hä? Was ist los? Warum geht es jetzt nicht? Ah, doch, jetzt geht's. So, machen wir das alte Ding raus hier. So. Wird gegen ein neues ausgewechselt. So, schwupp. Jawohl. Da unser Handwerker hier faul ist, nimmt er natürlich immer so einen kleinen Akkuschrauber hier.
So eine Art Dremel. Und schraubt hier die Schrauben fest mit. Und da wird es der Ratzenschrauber wieder genommen, ne? Die Ratsche. So, das war das. Das Räumchen ist auch durch. Ja, gut. Dann geht der nächste Raum. Das war das alte. Nee, das ist. Quatsch, es ist das Bad, wo wir jetzt das gemacht haben. Ich wollte so sagen, das alte Bad. Wie komme ich da drauf? Ja, das nächste wird wohl sein hier der Raum. Aber wir sehen schon wieder, die Zeit läuft uns davon. Ich würde jetzt gerne mal die Folge wieder pausieren. Ja, also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder soweit gefallen. Also mir macht es eigentlich riesen Spaß. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Hinterlasst mir doch mal noch ein Like, einen Kommentar oder sogar ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Und teilt das Video mit allen, die ihr kennt. Ja, tschüss, sagt euer Mechaniker, Hausrenovierer, Hausmeister, Legolas.